Schönen guten Morgen, was geht ab? Geht's euch gut? Hell yeah, ich hoffe doch. Heute ist Freitag, das heißt Wochenende. Und wisst ihr, was Wochenende auch heißt? Keine Arbeit oder Schule, let's go! Und wisst ihr, wer auch genau das braucht? Einfach mal einen Tag Pause von der Arbeit, der Kollege hier. Er hatte nämlich heute seinen ersten Tag auf dem Flughafen. Mal schauen, wie er sich so angestellt hat. Bre, das war's. How to get arbeitslos in 4 Sekunden. Du hast jetzt nicht einen Tag Pause von der Arbeit, sondern für immer. Was hast du dir auch dabei gedacht? Wieso driftest du auf dem Flughafen mit diesem Ding? Stell dir mal vor, er hätte das Flugzeug gehittet. Oh mein Gott. Dann wäre er nicht nur arbeitslos, sondern hätte auch gleich noch 100.000 Euro Schulden. You only had one job. Und jetzt hast du 0 Jobs. Viel Spaß als Arbeitsloser. Ich habe hier gleich noch jemanden für dich, der auch auf Arbeit reingeschickt habt. Vielleicht könnt ihr euch zusammentun. Lil Bro pennt einfach als Security. You are not prepared! Das hat's gut getroffen. Aber sag mal, hat der zufällig Wallhack, wie er ihn direkt angeschaut hat durch die Maske? Krebs. Das weltbeste und leckerste Rezept. Ich habe das weltbeste und leckerste Pfannkuchenrezept. Und Leute, ich verspreche euch, es ist gelingen sie. Wow, klasse. Wir haben noch nicht mal den Anfang vom Rezept gesehen und der Bruder hat schon komplett alles gefressen. Einmal Applaus bitte für diesen jungen Mann. Sieht doch gut aus. Ein perfekter Crepe mit Nutella. Oder warte, ein perfekter Crepe mit 99% Krebspotenzial. Lass dir schmecken, Holmes. Und schick mal das Rezept danach rüber. Hairstyle for Man. Der hat's wirklich auf die Spitze getrieben. Ich sag euch ehrlich, das hier wird der neue Trend. Das wird der neue Edgar-Cut. Einfach Rezo, wenn YouTube nicht mehr laufen sollte. Im nächsten Clip prankt ein Mann seine Frau, während die beide schlafen. Und wow, ach, seht einfach selbst. Was ist das für ein Prank, Junge? Exorzismus-Prank oder was? Wer kennt's nicht? Yo, okay, chill. Der will das noch überleben. Die arme Frau, Alter. Ich frag mich, was das für ein Schock sein muss, wenn man aufwacht und das neben einen sieht. Aber was ist das auch für ein gottloser Prank? Jetzt mal im Ernst. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo sowas hier ein krasser Prank war. Ja. Und der Typ macht heute einfach einen Exorzismus-Prank, dass er vom Teufel besessen ist, während seine Frau schläft. Das geht halt wirklich viel zu weit, Mann. Was kommt als nächstes für ein Prank? Wie will er das noch toppen? Original sein nächster Prank. This is how my Amazon package was stolen. Würde ich das auf meiner Überwachungskamera sehen, würde ich es einfach akzeptieren. Ich hätte so miesen Lachfleisch, ich gönn's dem Dieb dann einfach. Respekt der Hustle. Mit so einem mit so einem Absperrhütchen einfach mein Paket zu joinken. Ey, nimm einfach, du hast es dir verdient. Okay, ehrenlos, wer beim nächsten Clip lachen muss. Schämt euch. Wer auch immer hier gelacht hat, das ist Bodyshaming, was ihr macht. Ekelhaft. Bah. Pfui. Ihr seid respektlos. Und apropos schämen. Oh Mann, ich habe neue Videos von Yo Olli, aka Young Alpha gefunden. Und das ist wirklich Fremdscham. Cringe Level 1000. Der mietet sich einfach immer irgendwelche Frauen, die kein Deutsch können und macht dann solche cringy TikTok-Streams und promotet dann seine Schmutzmusik. Schaut, wie diese geile, süße 19-Jährige schön wird. Eine süße, hübsche, bisschen fettig, frisch aus der Young Alpha Fritteuse in der Küche, aber wirklich hottie. Oh Gott, ist das
peinlich, Mann. Die Arme tut mir so leid, ey. Die hat gar keinen Plan, was er da labert. Was für frisch fettig aus der Young Alpha Fritteuse, Bro. What the f***? Ich kann nicht mehr. Ich bin der Laufkater leer. Ich spüre förmlich, wie der Cringe in der Luft liegt. Die hat doch gar keinen Bock, mit ihm zu chillen. Die denkt sich auch nur, boah, noch 20 Minuten, dann ist der Sch*** endlich vorbei und ich kann gehen. Bruder, was geht ab mit ihm? Der bekommt gerade einen Anfall. Vielleicht hat Yo Ali aber auch so Kreativmodus wie in Minecraft an und hat die Frau dort einfach gespawnt, weil keine Chance, dass das eine echte Person ist. Wie kann man so leer aussehen? So wie Photoshop, so wie Photoshop. Na, komm, geh mir weg damit. Yo, Olli, du bist ein peinlicher Vogel, ein laufendes L. Lösch dich. Sternzeichen, Loser. Oh Gott, ey, das war mir ein bisschen zu Fremdscham. Lasst wieder switchen zu was Lustigem. Und zwar zu dieser Lady hier. Girl, ich sehe, du hast schicke neue Boots an deinen Füßen. Aua, die wurde kurz zu einem Transformer. Was hat sie sich aber auch gedacht? Was sind das für Riesenhacken? Wie soll man damit auch laufen können? Vielleicht klappt das in so einem Raum, wo der Boden flach ist. Aber stellt euch mal vor, sie trifft mit den Schuhen auf diesen Endgegner. Vorbei. Beine, Füße, alles gebrochen. Falls ihr denkt, ihr hattet heute einen schlechten Tag, denkt einfach an diese Person hier. Die Arme. Sieht so aus, als will sie einfach nur normal zur Schule gehen oder so, aber das Eis auf dem Boden hat noch ein Wörtchen mitzureden. Ich dachte gerade, sie schafft's. Oha, oha, oha. Ich glaube, das ist der way to go. Einfach krabbeln. Let's go. Ey, warum stehst du denn auf? Es hat doch geklappt, wenn du so krabbelst. Wieso musst du wieder aufstehen? Das macht doch gar keinen Sinn. Erklär das mal deiner Lehrerin, wenn sie dich fragt, wieso du zu spät zur Schule kamst. Wäre ich das, ich würde einfach mein Schicksal akzeptieren und den Tag Schule schwänzen. Bringt doch eh alles nichts mehr. POV, ihr wollt nur einen Snap machen. Assalamu alaikum, ich suche eine Freundin, wenn ihr hübsch seid. Ja. Und einfach nur Sympathie seid, eine Frau. Oh nein, der Arme. Teppich einfach weggeflogen. Vor laufender Kamera exposed. Oh my god, bro. Oh, hell no. Oh na, wie er noch versucht hat zu retten am Ende. Ablenken, einfach so gut es geht. Bester Mann. Kannst du mir zwei Länder mit O nennen? Ich? Ja. Mit zwei O. Mit O. Am o. Orange? Orange. Wer kennt nicht das Land Orange? Was ist die Hauptstadt von Berlin? Hertha. Hertha ist sehr nah genug dran. Wie viele Einwohner hat denn Deutschland? 28.000. 28.000. 28.000 Gehirnzellen verliere ich hier gerade bei dem Video. Nein, Berlin hat 3 Millionen. Voila. Ja. Ey, ich bin dumm. 2 Billionen. Ey, mir geht wirklich jeden Tag mehr und mehr der Glauben in unsere Gesellschaft verloren. 2 Billionen. 2 Billionen. Ey, das muss ein Witz sein. Niemals können Leute sowas auf Ernst denken. Eins davon kann ja wohl nicht stimmen, oder? Nein, nein, okay, warte, ich muss ein bisschen schlau wirken. Deutschland hat 28 Millionen. Was ist größer, Millionen oder 1000? Nee. Die andere hat gerade noch ein bisschen gerettet mit 28 Millionen. Aber sie? Was ist das für eine Frage? Was ist größer, 1000 oder Millionen? What the f***? Auf jeden Fall ist beides größer als dein Gehirn. Das steht schon mal fest. Ich kann das alles nicht mehr. Das ist einfach... Pah. Uff. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr schlauer seid als diese zwei Mädchen zusammen, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben.
Sorry. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen wieder pünktlich um 14 Uhr. Gang go!